World Wide Web. www. World Wide Web. www. www. World Wide Web. Berners-Lee from MIT. I invented the World Wide Web without having to ask anybody's permission. Ich halte es für die bedeutendste Erfindung seit dem Telefon, seit dem Radio und dem Fernsehen. Ich glaube, wir werden künftig das Web für eine der größten Erfindungen aller Zeiten halten. Man kann es für jede Menge Genres nutzen, man kann es für einen Blog oder auch für eine Broschüre verwenden. Es ist einfach ein sehr flexibles Medium, aber zugleich auch extrem einfach. Madrid, Frühjahr 2009. World Wide Web Conference. Eine sonst eher sachliche Entwicklerkonferenz präsentiert sich anders als je zuvor. Denn das Medium, das unsere Welt verändert wie kein zweites, ist 20 geworden. Doch nicht nur das Jubiläum, auch der Mann, der das Web vollständig alleine erfand, wird gefeiert. Der Engländer Tim Berners-Lee schuf vor 20 Jahren ein Massenmedium, das zunächst jedoch niemand wollte. Das Jahr 1989. Das Internet gibt es zu dieser Zeit schon. Allerdings ist es damals noch ziemlich umständlich zu bedienen. Das Internet ist in dieser Zeit ein Netzwerk, zu dem nur einige Hochschulen und Forschungsinstitute Zugang haben. So auch das Kernforschungszentrum CERN in Genf, in dem sich eigentlich fast alles um beschleunigte Teilchen dreht. Im CERN liegen bis heute die gewaltigen Teilchenbeschleuniger und Computer der einzelnen Einrichtungen weit auseinander. Bereits in den 80er Jahren wurden sie deshalb miteinander vernetzt. Trotzdem ist der Zugriff von einem auf einen anderen Computer nicht immer möglich. Es gibt zu viele verschiedene Rechnertypen und Dateiformate. Wissenschaftliche Arbeiten sind daher trotz Netzwerk oft unzugänglich. Tim Berners-Lee, am CERN als Programmierer angestellt, ist damals genau von diesem Frust geplagt. Viele Computerwissenschaftler werden vom Frust getrieben. Von dem Frust zu sehen, dass man in der Lage wäre, etwas zu machen und sie könnten es auch tun, aber dann geht es doch nicht. So war es zunächst auch bei mir. Ich vermutete auch, dass da überall diese prima Dokumente sind, aber auf verschiedenen Computern. Und ich wusste genau, um da heranzukommen, konnte ich ein Programm schreiben. Seine Idee schreibt er für seinen Chef auf, um die Software programmieren zu dürfen, die er später das World Wide Web nennen sollte. Dieser Antrag vom März 1989, das Programm schreiben zu dürfen, gilt als Geburtsurkunde des Webs. Auch wenn sein Freund Robert Caillot den Antrag noch mehrmals umformulieren sollte, damit er verständlich war. Ja, ich habe hier den ersten Antrag. Er hat den Titel Information Management, ein Vorschlag. Und Tim hat ihn im März 1989 geschrieben. Dieses Dokument erwähnt das World Wide Web mit keinem Wort. Das Wort Web steht nicht drin. Es ist 14 Seiten lang und ist voller lustiger Anmerkungen von Tims Boss Mike Sandel. Da ist zum Beispiel ein Satz von Tim, der sagt, eine Person muss in der Lage sein, Informationen zu finden, von denen sie nicht wusste, dass sie danach gesucht hat. Da steht dann ein Fragezeichen von Mike. Diese Kommentare sind sehr interessant. Aber was noch viel interessanter ist, ist die Zusammenfassung von Tims Boss hier oben auf der ersten Seite. Vage, aber spannend. Spannend ist das theoretische Konzept von einst auch heute noch. Tim Berners-Lee beschreibt hier bereits das komplette World Wide Web, wie wir es heute kennen. Eine Browser-Software soll auf sogenannte Hypertext-Server zugreifen. Auf den Servern liegen Webseiten, die dann der Browser als Bild- und Textdokument anschaulich darstellen kann.
Hinter Bild und Text der Webseite verbirgt sich ein sehr einfacher Programmcode, HTML. In ihm können Hyperlinks stehen, Verknüpfungen zu anderen Webseiten auf ganz anderen Servern. Der Clou: Per Mausklick wandert man im Netz von Server zu Server. Und zwar über das sogenannte Hypertext-Transfer-Protokoll, kurz HTTP. Jedes Dokument im World Wide Web hat außerdem eine eindeutige Adresse, die URL. Sie ist das Einzige, das wir im Browser eintippen müssen. Die erste Bezeichnung für das Programm, um ins Web zu kommen, ist ein Browser. Es ist recht schwierig, das aus dem Englischen in eine andere Sprache zu übersetzen. Aber was man tut, ist ungefähr so, als ob man in eine Buchhandlung geht. Man weiß nicht genau, wonach man sucht. Man geht in den Buchladen und schaut sich ein wenig um und sagt, oh, das dürfte interessant sein oder vielleicht nehme ich lieber das und so weiter. Und schließlich findet man etwas, das man für sehr interessant hält. Und man lernt viel von diesem Buch, aber man hatte keine Ahnung davon, dass man eigentlich danach gesucht hat. Da ist einfach ein natürlicher, menschlicher Wissensdurst bei mir, mehr über die Welt und über andere Menschen zu erfahren, Wissen zu erwerben. Und da ist der alte Wunsch, Rätsel zu lösen. Das sind Kleinigkeiten, die man nur mit dem Web erledigen kann. Die Web-Idee entstand durch ein viktorianisches Handbuch. Inquire Within Upon Everything gibt Ratschläge etwa zur Bekämpfung von Kakerlaken. Dabei ist alles assoziativ verknüpft. Wenige Zeilen nach dem Teehandel folgen Informationen über die Zubereitung von türkischem Kaffee. Er stammt aus einer Mathematikerfamilie und sie sprachen am Esstisch über assoziative Verknüpfungen. Und ich glaube, dieses Buch, das ihm seine Eltern gaben, hat ihn wirklich inspiriert. Das war wirklich eins von diesen sozusagen magischen Dingen. Viele Leute verlieren sich, wenn sie ein Nachschlagewerk zur Hand nehmen. Man schaut nach einem Wort und schlägt nicht die Stelle mit dem gesuchten Wort auf. Man sieht etwas anderes und verliert sich in dem Buch. Jeder kennt das, dieses Lesen und sich Verlieren in einem Nachschlagewerk. Und man liest all das Interessante, besonders in einem Lexikon. Und plötzlich hat man vergessen, wonach man eigentlich gesucht hat. Aber man hat etwas anderes. So erschien ihm die Idee des Hypertextes völlig natürlich. Die Links durch das Internet zu ziehen, von einem Computer zu einem anderen, das war der große Schritt. Das Internet selbst ist genau 20 Jahre älter als das Web. Doch seine Demokratisierung setzte erst mit Tim Berners-Lee und seinen Hyperlinks ein. Heute informieren sich die Menschen über das Web, sie treiben Handel, publizieren und tauschen sich weltweit aus. Vor allem dank des World Wide Webs benutzen inzwischen über 1,3 Milliarden Menschen wie selbstverständlich das Internet. Die Geschichte des Internets beginnt in der Zeit des Kalten Krieges, im Jahre 1957. Damals bringen die Sowjets den ersten Satelliten in die Umlaufbahn. Sputnik. Er löst in den USA den Schock aus, der unter anderem zu den Anfängen des Internets führen wird. Man scheint technologisch ins Hintertreffen zu geraten. Eine neue Forschungsbehörde, die ARPA, entsteht. Ihre Aufgabe ist die effiziente Bündelung aller zivilen Forschungskräfte. Fast niemand denkt dabei an Computer. Außer dem Psychologieprofessor J.C.R. Licklider, kurz Lick genannt. Die Computertechnologie hat sich zu etwas entwickelt, was man bisher noch nicht kannte. Das bedeutet, wir haben etwas, das kann auf einmal so viel leisten wie 1000 Hände in 20 Jahren. Obwohl die Rechenzeit dieser wenigen neuartigen Apparate wertvoll ist, werden sie nicht permanent genutzt. Licklider möchte daher, dass jede Universität auf ungenutzte Rechner zugreifen kann. Spezialisierte Computeranlagen können sehr teuer, aber auch sehr uneffizient sein. Andererseits, wenn man ihre Leistung verteilt, können Computeranlagen sehr effektiv sein und Dinge leisten, die wir sonst nie tun könnten. Lick hatte bereits diesen Plan des sogenannten intergalaktischen Netzwerks, von dem er glaubte, dass Menschen Computer überall nutzen könnten und auf Daten von überall in der Welt zugreifen könnten. Mitte der 60er fangen ARPA-Leute wie Larry Roberts an, Lickliders Visionen konkret weiterzuentwickeln. Die erste Idee ist die Verbindung über einen Zentralrechner, um die Leistung des Zentralrechners auch allen Universitäten zur Verfügung zu stellen.
Doch fällt der Zentralrechner aus, kommt alles zum Erliegen. Das Netzwerk bricht zusammen und kein Nutzer hat mehr Zugriff auf die Daten. Die Lösung? Eine völlige Vernetzung aller in einem dezentralen Netz. Jeder Computer ist mit jedem verbunden. Datenpakete können nun mehrere Wege nehmen. Selbst wenn ein Rechner ausfallen würde, könnten die anderen weiter Daten austauschen. 1969 ist es nur noch ein Schritt bis zum ARPANET, dem Vorläufer des Internets. Letztes Problem sind noch die sehr unterschiedlichen Rechnersysteme im Netz. Sie verstehen sich untereinander erst, als man einen Prozessor zwischen die Knotenpunkte schaltet. Er ist der Übersetzer im Netz. Das Gerät, das man heute mit einem kleinen DSL-Router vergleichen könnte, sieht jedoch noch eher nach einem Panzerschrank aus. Mit dem Interface Message Prozessor IMP kann das Internet nun starten. Und zwar an der Universität von Los Angeles. Mein Labor war der Ort, an dem das Internet geboren wurde. Es wurde dann das ARPANET genannt. Wir hatten diesen Router, der IMP, Interface Message Prozessor, hieß. Der IMP wurde in mein Labor gebracht und am 2. September 1969 schickten wir Daten, ein paar Bits, durch das Netzwerk innerhalb des Labors. Am 29. Oktober startet die erste Übermittlung dann auch nach außen. Alles, was wir versuchten, war, uns einzuloggen von unserem Rechner zu deren Rechner. Einer meiner Leute bereitete alles vor. Wir hatten eine Telefonverbindung, er hatte Kopfhörer und ein Mikrofon, genau wie der Kollege in Stanford am anderen Ende. Und wir tippten ein L und wir fragten über Telefon, hast du ein L? Und er sagte, ich hab das L. Wir wollten ein Log tippen. Der Rest des Log sollte das Wort Login erzeugen. Du hast das O, du hast das O, du hast das O, du hast das G, Absturz. Das System scheiterte am G. Ein paar Stunden später loggten wir uns dann erfolgreich ein. Das war die erste Nachricht im Internet. Login und dann Absturz. Im Oktober vor 40 Jahren ist das die Geburtsstunde des Internets. Die Universitäten von Los Angeles, Utah, Santa Barbara und Stanford vernetzen sich und bilden den Anfang im ARPANET. Anwendungen gibt es zunächst noch nicht im jungen Internet. Eines der ersten Programme im Internet war Ray Tomlinsons Netzwerk-E-Mail. Wir hatten dieses wunderbare Network, aber niemand wusste recht, was wir damit machen könnten. So probierten wir einfach aus, was möglich war. Auf einem ans ARPANET angeschlossenen Fernschreiber entsteht so aus Spielerei schon sehr früh die nach dem Web heute erfolgreichste Internetanwendung, E-Mail. Übrigens mit einem bis dahin völlig überflüssigen Zeichen. Perfekt ist das junge Netz noch nicht. Es nutzt das nicht effiziente Prinzip einer Telefonverbindung. Zwei Computer nutzen für die Übertragung jeweils eine Leitung. Doch das ändern bald ein Internetprotokoll und zwei Männer, Windsurf und Bob Kahn. Also, da ist eine elektrische, mechanische Telefonverbindung im Netzwerk zwischen dem einen und dem anderen, die dann so lange besteht, bis sozusagen der eine wieder auflegt. Computer brauchen aber gar keine permanente Leitung, um zu kommunizieren. Das ist genauso, als ob man von Washington DC nach Los Angeles fährt und für die ganze Reise die komplette Straße für sich reserviert. Das ist ja nun keine besonders effiziente Nutzung des Straßennetzes. Wie Autos im Straßennetz können sich auch Daten im Computernetz bewegen. Dabei erreichen sie ihr Ziel sogar noch schneller, wenn sie nicht in großen Paketen, sondern aufgeteilt in kleineren Paketen auf verschiedenen Routen unterwegs sind. Die Pakete hier sind einfach wie Postkarten. Die Information verteilt sich auf mehrere kleine Postkarten. Man wirft sie mit ein und derselben Adresse in den Briefkasten. Sie nehmen dann aber verschiedene Wege und kommen auch nicht am gleichen Tag an. Manche gehen sogar erst mal verloren. Und am Ende werden sie an ihrem Ziel wieder zur kompletten Information zusammengesetzt. Sie sind genau wie Postkarten. Natürlich sind die kleinen Pakete aber 100 Millionen Mal schneller. Die Idee der kleinen Pakete, dass